Hallo, mein Name ist Daniel Erschmidt, ich bin Geschäftsführer von D3S Media und neue Saison heißt auch immer ein neues Teamfoto. Es ist erstaunlich, welche Kreativität auf der einen Seite, aber auch welche Unprofessionalität auf der anderen Seite in deutschen Leistungsklassen zu finden ist, wenn es um das Thema Mannschaftsfotos geht. Nun ist es so, dass das Mannschaftsfoto viel mehr ist als einfach nur eine visuelle Ansammlung von SpielerInnen, die zusammen das Konstrukt Mannschaft formen. Nein, ein Mannschaftsfoto ist ein Kommunikationsinstrument. Das Mannschaftsfoto ist eine visuelle Visitenkarte dieser Mannschaft, dieses Konstrukts. Und wozu brauchen wir diese visuelle Visitenkarte? Natürlich nicht nur, um zu zeigen, das sind die SpielerInnen der neuen Saison. Nein, wir verkörpern damit auch gewisse Werte, eine Dynamik, eine Perspektive, vielleicht sogar eine Mission, die sich ein Club oder eine Mannschaft gesteckt haben. Und da heißt es, bitte professionell arbeiten und nicht sparen. Mannschaftsfotos könnten heute rein theoretisch ruckzuck mit dem Handy selber geschossen werden. Ich warne davor ausdrücklich. Warum? Das habe ich in einem Blogartikel verfasst, den ich hier unter dem Video in der Videobeschreibung gerne dazu poste. Mannschaftsfotos dienen als erster Eindruck oftmals gegenüber potenziellen Sponsoren, gegenüber potenziellen BesucherInnen des Sportevents. Also versteht sich eigentlich von selbst, dass ich möglichst einen hervorragenden ersten Eindruck machen möchte. Wenn Sie Ihre Kommunikationsmaßnahmen auf eine neue Ebene heben wollen, auf ein neues Level der Professionalität, dann sollten wir sprechen. D3S Media ist für Sie da, wie immer, präzise, empathisch, zielgerichtet. Und wir gucken auch über Ihr Mannschaftsfoto, versprochen.